Darf ich sagen, wir leben in einer Welt, wo Fatalismus wirklich das höchste Gut schon ist. Was bitte ist so schwer zu verstehen daran, dass nur weil die Zeiten nicht gut für etwas sind, man nicht unbedingt alles fressen muss, nur damit man was hat? Okay? Ich surfe durchs Internet. Etwas, was ich sonst normalerweise gern tue. Okay? Und das Einzige, was ich hier mitkriege, und ich meine, ich sitze jetzt voll auf Internet vorne in Bezug auf Anime, okay? Ich habe darüber schon ein Video gemacht, ich werde darüber nochmal eine Stunde lang. Lass mal's bleiben. Okay? Was mir nur auffällt, ist, egal wo ich hinschaue, und ich werde das alles hier auf diverse Seiten verlinken, damit wenigstens ein bisschen was umerkennt, weil anscheinend macht sich keiner mehr Gedanken darüber. Anime kommt raus oder über einen neuen Anime wird diskutiert. Einmal kommt eine Bemerkung raus und dann kämen nur noch: Ja, gefällt mir. Ja, kenne ich. Finde ich schön. Und alles so politisch korrekte Aussagen. Keiner traut sich mehr irgendwie. Ich meine, ich denke, wie früher es war. Ich meine, ich hab erst seit ungefähr 1,5 Jahren einigermaßen direktes Internet. Und ich muss sagen, ich habe mit sehr viel mit Videos und sogar bis zu dem Punkt über das Internet. Ich habe früher immer tonnenweise DVDs gekauft. VHS, Spiele, Mangas, ohne Ende. Halt noch. Aber wenn man die Möglichkeit hat, sich zu informieren, Sachen anzuschauen. Und man kommt dann auf eigentlich nur mehr nennen, dass alle sich nicht mehr trauen, etwas zu sagen. Diskussionsgruppen sind. Man, es war halt wenigstens etwas, wenn sie ausgestorben waren, okay? Na, es sind immer noch Leute da, sollten aber doch. Und schreiben alle nur dasselbe. Wenn es um Diskussionen über irgendwelche neuen Serien geht. So wie ich jetzt haben wir wieder gesehen, als ich in Facebook an Kase, was ich immer eine komische Entscheidung für einen Namen finde, weil wirklich Anime Virtual hat gut gepasst, finde ich. Auf einmal, ja, okay, man, alles zusammenschmeißen, die drei Firmen, okay, Kim von Frankreich, okay, die Hälfte. Sondern gut die Hälfte. Wahrscheinlich nicht ganz die Hälfte, weil die Hälfte meiner ganzen Animes ist von Anime Virtual gewesen. Ich glaube, ihr habt mindestens 90% von denen, vom Sortiment, von das, was bis vor 1,5 Jahren heraus war, hab ich daheim liegen. Ist mir jetzt vor kurzem selber klar geworden, wie viel ich eigentlich von der Firma habe. Und denke mal, okay, kann mir jetzt einer vorwerfen, ich weiß nicht, wovon ihr redet? Ich glaube nicht. Kann mir einer vorwerfen, dass ich zu hohe Ansprüche habe oder vielleicht sag, ey, warum regst du dich jetzt über die neuen Sachen auf? Warum hast du ein Video über Sekiro gemacht? Warum bist du so negativ? Sei lieber froh, dass wieder was kommt. Ich bin froh, dass was kommt. Nur man sollte echt wirklich lächeln. Man, bitte, fleckt's mich deswegen. Ich werde links, bitte. Bombt mich zu mit Kommentaren. Wenn es gute Kommentare sind, ey, so negativ können die gar nicht sein, dass ich mich jetzt frei. Aber denkt's noch. Macht's was draus. Bitteschön. Bitte tut's was. Es ist ein Wahnsinn. Ich meine, ich werde es überall hinstellen, wo es geht. Sagt's mal, wo ihr bei der Serie, was ich auf meiner auf einem von letzten Videos, die ich gemacht habe, findet man auch auf meinem Kanal hier, über Sekiro, was habe ich für einen Blödsinn erzählt, wo ihr mich widerlegen könnt, dass es nicht so ist? Sag's es mal. Sag's mal, wo ich falsch lieg. Ich möchte wissen, wo ich falsch lieg. Ich möchte wissen,
was ihr denkt. Egal wer es ist, schreibt mal einen Kommentar, schreibt mal auf die Sachen, wo ich es verlinkt habe, schickt mal Nachrichten. Ich bin nicht versteckt, man findet mich überall. Man sieht mich überall. Echt, mich zu verpassen ist ungefähr so, wie was vorhin zu lassen und es trifft den Boden. Nur ich möchte nicht mehr haben, so, ja, warum, Punkte, 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 und diese 0815 Politiker-Aussagen mit dieser wunderbaren Rhetorik. Und wehe, es gibt noch einmal dieses Kommentar von wegen, Geschmäcker sind unterschiedlich. Ja, Geschmäcker sind unterschiedlich, gebe ich zu. Aber wenigstens hab ich den Nerv, mir wenigstens einmal Gedanken zu machen, warum mir was schmeckt und warum nicht. Ich denke, und ich bin nicht der Schlaueste, ehrlich gesagt, ich bin wirklich nicht der Schlaueste. Und ich bin nicht wirklich derjenige, der sagen kann, wow, ich hab alles gecheckt, ich bin der Oberchecker in dem Bereich. Nein, ich hab die Leute getroffen, die wirklich die Oberchecker sind. Und ich muss sagen, sei bei dir, jeden, wo es angeht, aber wenn sogar ich mich aufregen muss über solche Sachen, dass Leute Sachen anschauen und immer nur die gleichen Kommentare und wieder recyceln, ohne zu überlegen, was sie eigentlich tun, hauptsächlich so richtig, ich kauf's, weil es da ist, ja, wenn ich es nicht kauf, ist vielleicht irgendwann gar nichts mehr da, ich meine, Entschuldigung, ich kapiere die Lizenzbedingungen, ich hab's auch schon mehrmals gefragt und ich kapier's nicht. Ich verstehe nicht, einige Leute. Früher waren so super, wir haben ethnische Schlammschluchten auf Foren ausgetragen. Allein um einen einzigen Film, um eine einzige Serie, um eine einzige Szene. Haben wir Enzyklopädien voll getipselt mit Nachrichten und mit Kommentaren zu jedem unwichtigsten Plätzchen in einer Szene. Allein wenn ihr auf die Sachen denkt, für Blue Submarine 6, damals im Anime-Chat, damals, vor knappe 2 Jahren, da habe ich noch mein 56K-Modem gehabt, da waren von Videos noch gar nicht zu denken, da war ich froh, dass die Seiten aufgebaut in einer Stunde. Allein die Zeiten, wo sind die geblieben? Es gibt genug Info, es gibt genug Meinungen, dann macht diese Meinungen auch kund, waren das einmal. Reds, bitte. Der Rätz. Ich kann mir nicht denken, dass damit jemand zufrieden ist. Immer den. Man kann echt schon vorher Leute kopieren nur noch von anderen Leuten die Sachen, was in einer anderen Form gelesen haben. Rahmen ziehen, kopieren, einfügen. Es kommt bei einigen fast gar nicht mehr anders laufen. Schrecklich. Bitte. Jeder, der das Video sieht, schreib's mal. Bitte sag's mal irgendwas. Wenn nicht über Sekirei, dann über irgendeine von den alten Serien. Macht's euch bemerkbar. Sag's wenigstens mir oder wenigstens irgendjemanden, dass ihr noch einen Funken Integrität habt, dass ihr sagen könnt, hey, mir gefällt das. Und mir gefällt es deswegen. Und das gefällt mir nicht. Weil es ist keine Schande, etwas nicht zu mögen. Es ist eine Schande, etwas nicht zu mögen und nicht darüber zu reden und es in sich reinzufressen, nur damit man ja niemanden anpisst, damit ja irgendwann einmal die Chance vergeben ist, irgendwas besser zu machen. Okay? Danke. Ich mach's, weil du es nicht machst. Und weh, es meldet sich keiner.